Wir haben in dieser kleinen Tabelle die Zahlungs- oder Einzahlungsüberschüsse für die 5 Jahre bis T5. Länger können wir die Maschine gar nicht nutzen, weil sie dann ihren Geist aufgibt. Und wir sehen, die Verrechnung von Ein- und Auszahlung ist schon gemacht. Manchmal müssen wir uns erst zu dieser Zeile vorarbeiten. Das haben wir ausführlich besprochen. Wir sehen auch, dass die Einzahlungsüberschüsse im Laufe der Jahre abnehmen. Nun, das mag dadurch zu erklären sein, dass Konkurrenzprodukte auf den Markt kommen oder Wartungsauszahlungen für die Maschine, wenn sie älter wird, steigen. Das mag die Erklärung sein, warum das so ist. Wir verlieren auf der Einzahlungsseite durch Konkurrenzprodukte und unsere Auszahlungen steigen durch verstärkte Wartungsauszahlungen, wie auch immer. Dann den Restverkaufserlös. Nächste kleine Tabelle. Wir sehen auch hier, der Restverkaufserlös nimmt über die Jahre ab. Wenn wir die Maschine, die wir für 5.000 Euro anschaffen, am Ende des ersten Jahres verkaufen, kriegen wir eine Einzahlung dafür von 3,8. Wenn wir das aber verpassen, sind die 3,8 weg. Dann können wir am Ende des zweiten Jahres verkaufen, kriegen noch 2,7 und so weiter, immer abnehmend. Ja, das ist sozusagen so eine Art Schwacke-Liste hier. Ja, die es übrigens auch für Maschinen gibt. Ne? Gibt es nicht nur für Autos, gibt es auch für Maschinen. Ne? Also das ist die Erklärung für diese Tabelle. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.